Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ori and the Blind Forest hier auf dem Kanal The Vane von Diversity Gaming hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben beim letzten Mal aufgehört, dass wir diese Quelle soweit befreit haben von dem ganzen Unrat, der da dran war. Und möchten jetzt ein wenig sein zuhören, was ihr uns denn dazu zu sagen hat. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Jetzt können wir das Element des Wassers wiederherstellen. Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben, liegen noch zwei weitere vor uns. Ja! Das Element des Wassers ist wieder da und es fängt an zu fließen. Laufen und leben. Jetzt. Okay, ist auch besser. Na toll. Ich muss da lang, glaube ich. Das ist jetzt mit dem Wasser natürlich super geil. Komm schon. Ich habe nicht so viel Zeit, Mann. Okay. Okay, da ist eine Sprungplattform. Oh, wir verlieren so viel Zeugs hier. Oh Gott. Ich will das nicht. Okay. Wir müssen weiter. Oh Gott, Ori. Okay. Den hat's zersägt. Aber uns auch bald. Kann ich den Sprung. Na. Das war's nicht wert. Scheiße. Das ist ja echt toll, dass wir das Wasser wieder hergestellt haben, aber das Wasser ist echt scheiße zu uns. Oh Mann. Ich versuche mal ein bisschen die Gegner jetzt besser mitzunutzen. Komm, schieß doch. Fuck. Nein. Na toll, da fängt die zweite Aufnahme der Session echt richtig entspannt an. Oh Mann. Komm, schieß, 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 schieß. Einen Sprungschanze haben, aber das hat nicht geklappt. Okay. Es ist absolut geil gemacht, aber es ist ein bisschen hektisch. Wow. Scheiße. Ah. Mein Herz. Und der Timer läuft nicht. Egal. Oh Gott. Und es regnet. Oh shit. Lass mich in Ruhe. Oh fuck. Lass mich in Ruhe. Lass Ori in Ruhe, verdammt! Nein! Och nö, Ori! Ey, das ist so geil gemacht, ohne Witz! Lass Ori in Ruhe! Nein! Die Shooter Tas
Guck mal, da ist der Typ, der uns den Stein gerettet hat. Oder nicht gerettet, aber viel eher geklaut hat am Anfang. Oh, wir haben es noch geschafft. Oh ja, da kann ich mich sein nur anschließen. Ori, ich fürchtete schon, dich an Kuros Fänge des Hasses verloren zu haben, aber Kumo hat sich gerettet und uns vor einem unbestimmten Schicksal bewahrt. Danke dir, Kumo, dafür. Oh Mann. Ja, sieh her, der Ginsebaum ist wieder hergestellt und Nibels Wasser ist wieder klar. Endlich, nicht mehr so lila Pampe. Wir haben jedoch keine Zeit zu verlieren und müssen uns sputen. Das Element des Windes ist als nächstes dran. Es ruht tief in den Elendsruinen. Im Nebelforst gibt es einen Schlüssel, der die Tore dorthin öffnet. Okay. Der ist da ganz links. Der sieht ja richtig gut aus. Aber wir haben noch so viele Sachen, die wir hier noch nicht gesammelt haben, die wir natürlich auch jetzt viel besser wieder kriegen können. Und wir sind hier rechts. Was ich mich frage, ist, kriegen wir das hier irgendwie auf? Hier haben wir nicht ansatzweise genug für. Da kommen wir nicht hoch. Da können wir nichts aufschießen. Ah, ich kann jetzt schwimmen, weil es nicht mehr giftig ist. Machen wir mal das Fischi weg hier. Und holen wir mal Luft. Ja, und schwimmen. Tups. Und da haben wir auch wieder Level Up. So, haben wir den erledigt. Einmal kurz Luft holen und weiter. Mal gucken, was wir hier so finden. Okay, es passt auch. Lufttechnisch. Okay. Okay, ich könnte das wahrscheinlich mit so einem... kann ich das mit so einem starken Schlag? Ja! Okay! Das war jetzt reiner Zufall. Aber, solange es funktioniert... Jetzt natürlich die Frage, hätten wir das Wasser da oben irgendwo gebraucht? Ich hoffe nicht. Schwimm, 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 schwimm. Yeah! Und die Piranhas wollen wir einfach mal gar nicht erst. Okay, hier ist einfach nur... Das ist wenig. Das ist so süß, wie sie Luft holt. Ach, das ist so eine Art Zwischenstation, damit wir hier weiter können. Aber das wird bestenfalls knapp. Oh Gott, da oben ist Luft. Oh Gott. Etwas langsamer, wir müssen ja uns hier nicht so sehr sputen. Da oben ist einer der Schlüsselfragmente. Au. Da kommt doch her. So, haben wir das. So, nicht davon treffen lassen. Sehr schön. So. Nein, nein, nein. Erstmal noch ein bisschen Luft. Wir wollen ja jetzt nicht. Zip. Da ist noch so ein Kartenfragment. Oh, das könnte knapp werden. Oh. Gott. Okay. Ich merke schon, im Wasser werden wir wahrscheinlich auch den ein oder anderen Tod vermelden müssen. Nicht, weil es nicht besser geht, sondern einfach, weil ich echt mich anstelle im Wasser. So, da sieht es aus, als wenn da noch was Geheimes ist. Au.
langsam. Jetzt wieder ein bisschen Gas geben. Hier, das sah so aus, als könnte man hier rein. Oh Gott, ja, kann man. Nein. Ich habe ein Geheimnis gefunden. Und ab dafür. Warum eigentlich nicht mal kurz hier gucken? Okay, ist nichts. So. Einmal kurz die Luft holen. Langsam wieder raus. Jetzt sollen wir das Ganze natürlich nochmal machen, das tut mir leid. Und hier jetzt. So, okay, jetzt können wir Gas geben. Boah, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Nice. Kriege ich euch hier durch? Nee, ne? Wäre auch zu einfach. So. Hier ein bisschen Luft holen. Oh, das ist so süß, wie sie Luft holt. Wie sie so noch Luft schnappt. So. Dann nehmen wir erstmal den linken Weg. Schön. Ah. Okay, das kriegen wir hin. Immer wieder schön Luft holen. So, einer schon mal weg. Einfach mal ganz knapp hier lang. Haben wir das auch? Da haben wir nämlich auch das Ding da oben halt entsprechend, was wir gerade schön aus dem Augenwinkel gesehen haben. Aber nicht sammeln konnten. So. Auch das gesammelt. Das ist so schön animiert, das Spiel. Ohne Witz. Das ist total flüssig von den Animationen her. Es ist sehr schön anzusehen. Die Soundkulisse ist absolut klasse. So viel Liebe zum Detail. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, wir können hier ganz nach oben schwimmen. Das sollte passen. Ach, hier links haben wir noch das eine Ding, was, was ich vergessen habe. Und ab dafür. Oh, kurzes Schnapperchen hier. Luftschnapperchen. Da geht es ihm nicht mehr so gut. Au. Wow. Okay. Deswegen ist er da. Oh. Okay. Nice. Dann muss er wiederholen, ne? Stacheln nicht vergessen. Die wollen wir natürlich nicht berühren. So. Den nehmen wir auch noch mit. Einfach weil wir noch genug Luft dafür haben. Ja, sehr schön. Das Ding, wie gesagt, kriegen wir noch nicht auf, weil ich glaube nicht, dass wir das hier mit aufkriegen. Nein, das Wasser bewegt sich ein bisschen. Aber das war's. Dann können wir auch gleich mal gucken, was wir hier schönes Neues. Können wir schon überhaupt irgendwas? Ja, Energieeffizienz. Was haben wir hier? Erhöht den Schaden und ermöglicht es, durch feindliche Formationen zu stoßen. Nice. Ultraseelenverbindung. Stellt zwei Lebenszellen wieder her. Dafür müssen wir regelmäßig speichern, was wir leider nicht tun. Was haben wir denn hier? Lässt Fähigkeitenzellen auf der Karte anzeigen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Energieeffizienz halte ich jetzt eigentlich nicht so für gut. Was haben wir denn hier? Das ist der Ultrastreuflamme. Stichflammenexplosion. Hm. Eblich schneller, das würde mich schon sehr freuen. Komm, dann probieren wir es einfach mal. Ultrastoß ist dann ja entsprechend dieses Wegschleudern. Uns selber wegschleudern. Ah, sieht so schön aus. Hui. Kann ich dich mitnehmen? Hehehe.
Okay, ich weiß nicht, ob wir ihn brauchen. Haha. Da haben wir einfach mal ihn so ein bisschen ausgetrickst. Aber das sieht so aus, als wenn wir hier sogar schon wirklich fast alles erwischt hätten, was jetzt hier zu finden ist. Gut, klar, da rechts kommen wir noch nicht hin. Da fehlen uns noch ein paar Schlüsselteile, die wir jetzt hier noch finden werden. Aber, wenn man hier so sieht, entsprechend die Mondgrotte, die haben wir schon zu 90%. Den Dornensumpf, da wo wir uns jetzt befinden, 63. Also wir bekommen gut fortschrittstechnisch voran. Wir können ja jetzt auch hier diese ganzen Wasserpassagen hier unten beispielsweise endlich mal in Angriff nehmen. Waldsenke haben wir auch 74%. Der Hohlhain, da ist noch ein bisschen was. Ja, nice. Schön, dass wir so einen Fortschritt machen. Jetzt erstmal gucken, wie ich dem ausweiche. Dem Typen. Au, gar nicht. Komm, komm, komm. Ja, komm. Trau dich doch, ich. Das ist klar. Aber ich gehe erstmal hier oben hin. Wo ich aber auch nicht wirklich weiterkomme, weil ich hier unten nicht durchkomme. Können wir ihn irgendwie dazu bewegen, da runter zu jumpen? Ich glaube nämlich nicht. Weil er reicht jetzt mal aus. Wenn wir ihn versuchen näher zu bringen, dann geht er direkt weg. Irgendwas Offensichtliches übersehe ich hier, das weiß ich. Muss ich jetzt aber speichern. Ja gut, wie beispielsweise, dass hier rechts das Tor mit zwei aufgeht und wir genau zwei haben. Das ist natürlich ultra intelligent. Aber wir haben es ja noch rausgefunden. Oh. Au. Gut, dass wir gespeichert haben. Man sollte das Leben nicht so komplett ignorieren, oder? Wäre wahrscheinlich besser. Ach ja. Könntest du einfach mal hier ein bisschen im Wasser gucken. Aua. Sagte er und verlor noch mehr Leben. So, einmal kurz Luft holen. Zack. Holen wir uns hier die Punkte. 200! Nice, das ist ja richtig nett. Okay, also wir müssen diese Jumping Skills dann auch auspacken, weil wir ansonsten da nicht rankommen. Aber das war jetzt noch nicht so das Problem. So, mal eben kurz hier hinstellen. Da brauchen wir offensichtlich wieder irgendwas. Jetzt sind die Fragen, kriege ich das hin mit einem Sprung? Ja, kriege ich. Aber irgendwie will das sich nicht öffnen lassen. Ach. Oh nein. Das war's. Oh nein. Es tut mir leid. Es tut mir doch so leid. So, dann müssen wir... Piranhasse? Gut, das hat geklappt. Klapp. Weiter geht's. Yeah. Es gibt, glaube ich, auch einen Trade, dass wir unter Wasser atmen können, also dass wir da gar nicht mehr die Luft brauchen für.
Ah. Schade. Dann hat der Sprung nicht geklappt. Oh, nicht zu hoch. Das war gerade das Problem. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Aber ich nutze es einfach mal so. Nice! Was haben wir denn hier? Ilo, der kräftigste der Geister, der stärkste, der je gesehen wurde. Jetzt ruht er hier, verwandelt in einen Stammbaum. Das ist so traurig. Ich meine, sie leben alle in mir indirekt weiter dann. Oder in Obi vielmehr. Du hast das Stampfen. Alles klar, jetzt habe ich auch die Antwort darauf. Du hast das Stampfen erlernt. Benutze die Fähigkeit, indem du drückst, um in die Luft zu springen, um dann drückst, um, gewaltig den Boden zu erschüttern. Alles klar. Das sieht doch gut aus. Da sehe ich auch schon die erste Anwendungsmöglichkeit. Aber ich sag an der Stelle mal, wir speichern. Und das war's auch soweit mit der Folge Ori and the Blind Forest. Danke fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Oder wie ich. Ich glaube nicht, dass Ori so viel Spaß hatte heute. Oder bislang. Aber das ändern wir noch. Wir sind gut vorangekommen, haben wieder eine neue Fähigkeit. Werden uns hier noch so ein bisschen umschauen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.